Dann möchte ich die Gelegenheit auch nutzen, um mich bei euch, verehrtes Publikum, zu bedanken, dass ich trotz dieser unglaublichen Temperatur hier so lange ausgeharrt habe. Mich verjagt es den Nesen. Gut, ich meine, ich könnte auch die Jacke abziehen, aber dann seht ihr, dass ich keine Oberarme habe. Dann auch ein herzlicher Dank den Veranstaltern, dass wir wieder hier spielen dürfen. Es ist jedes Mal unheimlich schön. Mich freut das alle, ins Tockenbock zu kommen. Und am Schluss noch ein warmes und herzhaftes Dankeschön an Carlo Schmid. Und zwar für die Ausreisebewilligung. So, jetzt aber wirklich lang machen wir nochmal sonst. Lädst denn da die erste Reihe ab? Schmeckt schon auf mich. Ja, vielleicht ist es auch von mir, ich weiß nicht. Nein, zum definitiven Abschluss möchte ich euch gerne noch einen von meinen Lieblingswitz erzählen. Und zwar sage ich den all, der Vater selig, Zeug und Sachen, aber ich habe es nicht, er lebt noch. Auf jeden Fall, der Witz geht so, ist mal ein Appenzellermantel in die Kirche gebichten. Dann knäulen der in einer Andacht in so einem Bichtstuhl rein. Sagt zum Pfarrer, ehrwürdiger Herr Pfarrer, ich muss euch das jetzt gestehen, aber ich habe in der letzten Woche 10-mal Ehebruch begangen. Da schaut der Pfarrer an und sagt, hoi du Mantel, du bist in dem Fall da zum Bichten, nicht zum Brallen.